Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Hardware-Video. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Wir kümmern uns heute um den EKL Ben Nevis Alpenföhn CPU-Kühler für AMD und Intel-Sockel. Also der Kühler lässt sich auf beiden Plattformen installieren und wir machen heute einen Montage-Guide Schritt für Schritt, wie ihr den Kühler auf eurem Mainboard oder eurer CPU verbauen könnt. Zusätzlich zu dem Video machen wir auch, weil es einfach irgendwie naheliegend ist und einfach mit gut ranpasst, dem gleich noch mit so einem kleinen Guide, wie wir unsere CPU im Sockel verbauen, worauf wir achten müssen, dass wir ihn nicht falsch rum einbauen, dass nichts kaputt geht und wir werden auch noch ein bisschen Wärmeleitpaste auftragen. Auch da werde ich ein paar Worte drüber verlieren. Die Idee zum Video, muss ich sagen, entstand im letzten großen Hardware-Video auf meinem Kanal. Da hatte ich eine 750 € PC-Konfiguration zusammengestellt, einen kleinen Timelapse-Bild gemacht. Wen das interessiert, wer vielleicht Lust hat, mal so ein Video zu sehen, wer sich vielleicht so ein PC kaufen will, so um die 700-800 €, der kann gerne mal oben in der Infobox nachschauen. Da verlinke ich euch das Video mal. Auch wenn ich in der 750 € PC-Konfiguration den EKL Ben Nevis Alpenföhn-Kühler auf einer AMD-Plattform mit aktuellem ARM4-Sockel verschraubt habe, braucht ihr euch keine Gedanken machen, wenn ihr euch ein Intel-System gekauft habt oder vielleicht eins kaufen möchtet. Mit diesem Kühler werden wir trotzdem mit dem Montage-Guide immer wieder auf die Besonderheiten des Intel-Systems, auf die Eigenheiten, was beim Bau zu beachten ist, eingehen. Und am Ende des Videos könnt ihr dann auch die Sachen selber nachbauen. Das ist das Ziel des Videos, damit ihr eben wirklich mit Hilfe meiner Tipps euer System selber zusammenbauen könnt. Dann würde ich sagen, fangen wir an, packen wir den Kühler zuerst mal aus und danach schauen wir mal, was wir als erstes machen müssen. Ich wünsche euch viel Spaß beim Basteln, Videos schauen und Film ab. Wir sehen den kompletten Lieferumfang des EKL Ben Nevis Alpenföhn-Kühlers und auch sämtliche Teile, die wir für Intel bzw. AMD-Sockel zur Montage benötigen. Für die AM4-Montage ist gar nicht so viel vonnöten, deswegen nehme ich mal sämtliche Teile, die für den Intel-Sockel da sind, mal aus dem Bild, damit ihr nicht durcheinander kommt. Da bleibt gar nicht mehr viel übrig, eben weil der AM4-Rahmen bereits am Kühler montiert ist. Wo sich jetzt die Frage natürlich stellt, kann es sein, dass dieses Modell, was ich jetzt vor mir liegen habe, ein Retourgerät ist, welches schon beim Kunden war, dieser aber nicht zurechtkam mit der Montage und es deshalb wieder zurückgeschickt hat. Der Montagerahmen ist theoretisch, sollte er nicht am Modell dran sein, weil ihr könntet ja auch eine Intel-CPU verbauen. Und dann müsstet ihr ja diesen wieder runterschrauben. Gesetzt dem Falle, es ist bei eurem Kühler doch noch nicht erledigt, dann macht das so, wie jetzt hier im Bild dargestellt mit den roten Pfeilen. Das sind vier kleine Kreuzschlitzschrauben M3, die schraubt ihr dann einfach so wie im Bild jetzt auf dem Kühlkörper. Die Montagerahmen für die Intel-CPU haben wir ja im Video auch schon gerade gesehen. Hier habt ihr sie nochmal. Also die sehen ein bisschen anders aus. Das Grundprinzip ist aber dasselbe. Also der Kühler wird auch mit einer Backplate befestigt. Da gehen wir aber dann im Detail nochmal drauf ein, sobald wir den Kühler auf unseren AM4-Sockel geschraubt haben. Bevor es aber losgehen kann mit unserer Kühlermontage, müssen wir natürlich erstmal unseren Prozessor bereitlegen. Deswegen werde ich jetzt gleich mal noch ein bisschen auf die Feinheiten von so einer Prozessormontage eingehen für AMD und Intel,
Und wir werden auch noch Wärmeleitpaste auftragen. Auch da verliere ich noch ein paar Worte dazu. Nehmt jetzt euer Mainboard zur Hand, legt als Unterlage ein Heft oder den Mainboard-Karton auf den Tisch, dazwischen noch die antistatische Schutzhülle, wo das Mainboard eingepackt war. Das machen wir aus dem Grund, wir üben einiges an Druck mit der Kühlermontage auf die Platine aus. Da kann es durchaus passieren, wenn wir eben keinen Schutz unter dem Mainboard legen, dass ein paar Kontakte verbogen werden oder beschädigt werden, und das wollen wir nicht, deswegen machen wir das so. Ist auf alle Fälle eine sichere Variante. Und damit wir nun mit der Montage beginnen können, müssen wir jetzt im ersten Schritt, so wie hier im grünen Pfeil markiert, den Hebel nach oben betätigen und damit den Sockel öffnen. Wenn wir uns jetzt den Sockel nochmal im Detail ganz genau anschauen, fallen uns einige Unterschiede oder Details auf, die einem so vielleicht gar nicht so wichtig erscheinen. Es gibt aber ein paar Sachen, die wir bei der Montage ganz zwingend beachten müssen. Zum einen habt ihr Dreiecken, die so in einem 45 Grad Winkel angefasst sind, und als vierte Ecke, die noch ein bisschen anders aussieht. Der dritte Punkt wären dann diese kleinen Höcker, die ihr da in der Mitte des Sockels seht, vier Stück. Da fehlen ein paar Pins, insgesamt sind dort 8 Pins weniger auf dem Sockel. Diese Merkmale zusammen, diese drei Punkte, ergeben oder haben den einfachen Sinn, dass ihr die CPU nicht falsch in den Sockel einbauen könnt. Also die CPU geht nur in eine bestimmte Richtung. Und das schauen wir uns jetzt mal noch auf dem Prozessor genau nochmal an. Da finden wir nämlich diese Merkmale auf den Pins genauso wieder. Hier haben wir exemplarisch mal meinen Ryzen 7 2700X. Den habe ich schon mal in einem Video behandelt, habe auch schon mal die Thematik mit der Montage der CPU mit aufgegriffen. Wenn euch das interessiert, verlinke ich euch mal oben ein, zwei Videos, wo mein Ryzen 7 2700X mit vorkommt. Könnt ihr gerne mal reinschauen, wenn ihr wollt. Auf der Rückseite der Platine findet ihr wieder diese drei Ecken, die im 45 Grad Winkel so ausgestellt sind. Und auch die vierte Ecke, die genauso ausgestellt ist wie auf dem Sockel und zusätzlich noch markiert mit so einem kleinen Dreieck. Und dieses Dreieck finden wir idealerweise auch auf der Vorderseite, auf der Oberseite des CPUs, der Platine. Und genau so mit diesem Dreieck werden wir jetzt den Prozessor in den Sockel einsetzen. Wenn er das beachtet, dann kann wirklich nichts schief gehen. Die CPU geht ganz leicht in den Sockel und dann ist auch alles super. Ihr seht dann auch nochmal die Pinbelegung, diese kleinen Höcker, die wir jetzt natürlich logischerweise jetzt hier nicht haben, ist klar. Da fehlen jetzt die Pins und deswegen passt die CPU perfekt so in den Sockel rein und geht auch gleitend rein. Ihr braucht also keine Gewalt anwenden oder keinen Druck ausüben. Jetzt noch den Hebel runter und dann ist die CPU-Montage abgeschlossen. Wir haben jetzt für das Video einen aktuellen ARM4 Sockel verwendet, logischerweise. Ihr braucht euch aber keine Gedanken machen, wenn ihr einen älteren Sockel habt, wie ARM3 Plus, ARM3, ARM2 Plus, ARM2 und so weiter. Es geht wirklich noch einige Generationen zurück. Könnt ihr trotzdem den Guide 1:1 verwenden. Ihr braucht keine Angst haben, das funktioniert absolut identisch. Einziger Unterschied ist die Sockelform. Jeder Sockel hat ein bisschen andere Pinbelegung. Das Dreieck, was ihr hier im Bild seht, ist aber über die Generation immer geblieben. Es ist wirklich nur die reine Form. Und da haben wir jetzt gleich eine perfekte Überleitung zum Intel-System. Wenn ihr euch einen Intel-Rechner bauen wollt, dann ist das Prinzip quasi das gleiche, nur auch wieder die Form des Sockels ist ein bisschen anders. Das schauen wir uns aber jetzt direkt an. Exemplarisch für den Guide habe ich jetzt ein Sockel L50 Mainboard für euch. Das ist allerdings nur zweitrangig von Interesse. Die Intel-Sockel sind genauso wie die AMD-Sockel über die Jahre immer gleich geblieben. Und wie gesagt, die eigentliche Pin-Belegungsform ist ein bisschen anders. Auffällig natürlich, Intel geht ein bisschen anderen Weg, was die eigentliche Sockelform und die CPU-Form anbelangt. Soll uns aber nicht unbedingt für den Guide jetzt interessieren. Wichtig ist jetzt erstmal nur, dass ihr wisst, wie ihr eure Intel CPU in den Sockel sinnvoll montieren könnt, ohne dass was kaputt geht. Hier müsst ihr den kleinen Hebel erstmal ein bisschen nach rechts ziehen
und dann können wir es nach oben wieder öffnen. Ist ein kleines bisschen anders wie bei AMD, liegt aber an der Form des Sockels und der CPU, da kommen wir aber jetzt gleich nochmal drauf zu sprechen. Deutlich werden die Unterschiede, wenn wir uns die Rückseite einer Intel-Platine anschauen. Wir sehen hier keine Pins auf der Platine, sondern lediglich solche Kontakte. Die Pins gibt es aber weiterhin auch bei Intel, jedoch finden wir diese jetzt auf dem Sockel. Ich hoffe, man kann es im Bild ganz gut sehen. Ich glaube, es ist zu erkennen. Im Vergleich zum AMD-Sockel geht Intel genau den umgedrehten Weg. Die Pins sind im Sockel, während bei AMD sie eben wie vorhin schon gesehen auf der CPU-Platine sind. Für die Montage unseres CPU-Kühlers ist das erstmal nur eine zweitrangige Information. Ihr habt es mal gehört, ihr kennt jetzt die Unterschiede zwischen den beiden Herstellern. Dann schauen wir uns jetzt mal die Intel CPU-Platine im Detail an und vergleichen diese mit der AMD-Plattform. Auch Intel nutzt für die Montage ihre CPUs Einkerbungen in der Platine und wir finden zusätzlich das kleine Dreieck auch bei dieser Platine links unten in der Ecke. Hier mit den grünen Pfeilen wieder genauso wie bei der AMD-CPU die Platinenunterschiede und mit dem roten Pfeil das kleine Dreieck links unten. Leider besitze ich keine Intel-CPU aus der aktuellen Generation, deswegen müssen wir uns mal mit dem Bildschirm begnügen. Auffällig ist, dass die Platine eigentlich identisch aussieht, lediglich die Einkerbungen sind etwas weiter oben platziert. Das liegt einfach daran, damit ihr diese CPU nicht in einen älteren Sockel einbauen könnt. Sonst würde es durchaus zu Beschädigungen und Problemen führen. Wie gesagt, bei AMD habt ihr solche kleinen Höcker oder Erhebungen, wo eben Pins fehlen und Intel macht es eben mit solchen Einkerbungen. Das Prinzip ist am Ende dasselbe und hat den gleichen Nutzen. Und nochmal kurz auf die Rückseite geschaut. Wie gesagt, das kleine Dreieck finden wir auch wieder hier mit dem roten Pfeil markiert. Die Einkerbungen und das kleine Dreieck findet ihr genauso auf dem Intel-Sockel wieder mit dem Pfeil markiert, wie schon bei AMD. Ihr seht es hier mit grünen Pfeilen die zwei runden Nasen und mit dem roten Pfeil das Dreieck. Und auch hier Intel CPU einfach in den Sockel reinlegen, keine Gewalt anwenden, Deckel schließen, in die Schraube einhaken und dann mit dem Hebel befestigen. Geht alles ganz leicht, ihr müsst wirklich absolut ohne jegliche Gewalt diese Sachen erledigen. Wenn irgendwas schwer geht, dann müsst ihr wirklich aufpassen, dann stimmt was nicht. Also immer schön vorsichtig walten lassen. Weiter geht's mit der CPU-Kühler-Montage. Wir sind wieder bei AMD und im nächsten Schritt muss der Rahmen für den AMD-Sockel montiert werden. Das macht er mit den vier Schrauben. Das benötigen wir einfach, um den CPU-Kühler wie die Box-Kühler von AMD zu verschrauben mit diesen Laschen, wie ich es jetzt hier im Bild so zeige. Wen es interessiert, wie man einen AMD-Box-Kühler auf die Platine verbaut, der kann gerne mal oben in der Infobox nachschauen. Da verlinke ich euch mal ein, zwei Videos von den AMD Boxkühlern. Da habe ich schon mal zwei Guides gemacht für die aktuellen Boxkühler-Varianten. Könnt ihr wie gesagt gerne mal reinschauen und dann seht ihr, dass die Unterschiede zwischen dem IKLP Nevis Alpenföhnkühler und den Original AMD Kühlern gar nicht mal so groß sind. Jetzt muss noch das PWM-Kabel für den Lüfter fürs Mainboard rausgefummelt werden. Und die Schutzfolie abgezogen werden. Achtet jetzt bitte auf Sauberkeit und dass kein Dreck mehr auf den CPU-Block draufkommt. Denn wenn wir jetzt Wärmeleitpaste auf den Prozessor aufschmieren, ist es wirklich ganz wichtig, dass ihr keinen Dreck mehr zwischen CPU-Kühler und Prozessor bringt. Denn das würde unsere CPU-Kühlleistung definitiv beeinflussen. Deswegen achtet darauf, dass jetzt hier das möglichst alles schön sauber bleibt. Zurück zu den Montagemöglichkeiten, die wir bei Intel gegeben haben. Auch hier gibt es eine sehr große Abwärtskompatibilität. Da hat IKL wirklich einen sehr guten Job gemacht. Wir haben Montagerahmen für die
Enthusiastenplattformen LGA 2011, 2011-3 und 2066. Das sind halt so die Workstation-Plattformen. Ist wahrscheinlich nicht unbedingt logisch, dass wir so einen preisgünstigen Budget-CPU-Kühler auf so einer Enthusiastenplattform bauen wollen. Jedoch, es ist möglich. EKL bietet uns die Möglichkeit und die Einbaurahmen für diese beiden Enthusiasten-Sockel sind die zwei wie im grünen Pfeil markiert. Die beiden anderen Halterungen sind für die, nennen wir es mal, Mainstream-Plattformen Sockel LGA 1150, 1151, 1155 und 1156. Vom Namen her könnte man ja glauben, 1156 ist der aktuelle Sockel. So ist es leider nicht. 1151 ist momentan der noch aktuelle Sockel von Intel für die Core i3, i5, i7 und i9 9000er Serie. Es wird noch ca. 2 bis 3 Monate ab Erscheinen des Videos hier auf meinem Kanal dauern, dann bringt Intel die neuen LGA 1200er Sockel raus. Es wird vermutlich so sein, dass auch der EKL Ben Nevis wieder auf den aktuellen Sockel verschraubbar ist. Jedoch kann ich das zum Zeitpunkt des Videos leider noch nicht sagen. Wenn ihr das Video schaut, ist es leider schon online gegangen, bevor der Sockel rauskommt. Ich wollte euch nur noch mal darauf hinweisen. Kann sein, dass auch dieser Sockel wieder mit unterstützt wird von EKL. Für die Montage nehmt ihr jetzt eure Backplate zur Hand, zieht die beiden Schutzfolien ab und platziert euer Mainboard, wie mit den grünen Pfeilen markiert, auf diese Montagebohrungen. Die Bohrungen findet ihr genauso auf der Platine. Hier mit dem grünen Pfeil markiert, legt es einfach so direkt auf eure Backplate drauf. Da sind sich Intel und auch AMD ausnahmsweise mal mit den Mainboard-Herstellern einig. Die Montage der CPU-Kühler ist über die Generationen hinweg nach wie vor gleich geblieben. Die Hilfsmittel sind noch identisch und damit könnt ihr auch noch ältere CPU-Kühler auf aktuellen Mainboards nach wie vor verbauen. Eine Kleinigkeit wäre dabei aber noch zu beachten, ihr müsst zwingend das mitgelieferte Material verwenden für die Montage. Bei Intel braucht ihr zwingend diese Backplate. Bei AMD sieht es ein bisschen anders aus, hatte ich ja schon erwähnt. Dazu kommen wir aber gleich. Wie gesagt, jetzt für die Intel CPU Montage müsst ihr immer diese mitgelieferte Backplate verwenden. Zurück zu AMD und den Montagehalterungen für den CPU Kühler. Denn der wird auf die zwei kleinen Nasen aufgesetzt und festgeklubbt. Nicht verschraubt, gar nichts, einfach nur geklubbt. Bevor wir den CPU-Kühler fertig montieren, werden wir noch Wärmeleitpaste auftragen und danach werden wir hier, wie im Video angezeigt, die Laschen in die Halteklammern des Mainboards einklubben. Das ist jetzt der heikelste Moment im ganzen Montageguide, hier müsst ihr wirklich sehr große Vorsicht walten lassen. Quetscht jetzt alles aus eurem Tütchen raus, es ist genau portioniert für einmal Wärmeleitpaste auf den CPU. Mehr kriegt ihr nicht dazu, deswegen holt möglichst alles aus der Tube raus, braucht ihr auch. Nun nehmt ihr euch am besten eine Chipkarte, egal welche, muss ein bisschen stabil sein und trotzdem leicht biegsam sein und dann verstreicht ihr eure Wärmeleitpaste schön ordentlich auf euren CPU. Dabei bitte aufpassen, dass ihr nicht zu viel in allen Ecken drüber meiert, also das sollte möglichst nicht sein, so wie ihr es jetzt gerade gesehen habt. Da müsst ihr ein bisschen aufpassen, also möglichst nichts auf andere Stellen des Boards bringen, alles von der Wärmeleitpaste auf dem CPU lassen. Nun geht's ans Eingemachte. Wir haken unseren CPU-Kühler mit einer Lasche zuerst in die Halterung, mit dem Lüfterrad zum Arbeitsspeicher zeigend und dreht euch am besten das Board zurecht, wie ihr es am besten braucht. Jetzt nehmt ihr eine Hand und drückt mit dieser den Prozessorkühler auf die CPU.
Und wichtig ist, dass ihr jetzt möglichst nicht mehr verkantet oder verrutscht. Wenn ihr den CPU-Kühler runterdrückt, dann muss es wirklich sitzen. Mit der anderen Hand klopft ihr jetzt den Halterrahmen in die Nase des Mainboards. Und damit ist die Montage des Kühlers abgeschlossen. Jetzt sollte er sicher und fest sitzen. Das sieht im Video sehr, sehr leicht aus, aber ich kann euch versichern, der Halterrahmen, der Metallrahmen ist sehr starr und lässt sich nur sehr schwer verbiegen. Deswegen müsst ihr den Kühler wirklich sicher und festhalten und beim Runterdrücken eben möglichst nicht wackeln. Deswegen nochmal Vorsicht walten lassen, denn die Halterungen, die Nasen befinden, sind nur aus Plastik und können auch mal bei unsachgemäßer Handhabung durchaus brechen. Deswegen nochmal Vorsicht walten lassen und dann klappt es auch, wenn ihr alles schön ordentlich macht, so im Video gezeigt und ich euch das erklärt habe, dann solltet ihr auch keine Probleme haben. Wenn ihr euch unsicher seid, dann noch einen kleinen Tipp von mir, probiert es erstmal ohne Wärmeleitpaste, trainiert erstmal, wie ihr den Kühler am besten aufsetzen könnt und dann, wenn ihr euch sicher seid, nehmt ihr die Wärmeleitpaste und macht es so, wie gerade eben beschrieben. Und damit sind wir wieder bei Intel und einer wesentlich angenehmeren CPU-Kühler-Montage. Das kann ich euch schon mal versprechen. Wenn ihr euch einen Intel-CPU gekauft habt, habt ihr es wesentlich einfacher wie alle, die einen AMD-CPU haben. Dafür müssen wir allerdings diesen Rahmen abschrauben. Also wer einen Montagerahmen in seinem mitgelieferten Kühler noch dran hat, muss diesen zwingend erstmal demontieren. Da der CPU-Kühler mit dem ganzen System, was wir jetzt hier so in Ausschnitten im Video schon gesehen haben, für jemanden bereits montiert wurde und zusammengebaut wurde von mir, kann ich euch natürlich jetzt leider die eigentliche Intel-CPU-Montage in Videoform nicht zeigen. Ich werde trotzdem mein Bestes tun und euch mit Pfeilen und Erklärungen die Intel-Montage so einfach wie möglich zu machen. Und werde dabei natürlich auch genauso auf die ganzen Finessen und Feinheiten eingehen. Da braucht ihr euch keine Gedanken machen. Wem es interessiert, wie dieser Rechner, der zu dem IKL Bennevis Alpenföhn CPU-Kühler dazugehört, sonst noch so aussieht, was ich alles so verbaut habe, der kann gerne auch wieder oben in der Infobox reinschauen. Da verlinke ich nochmal ein Video. Das ist ein Timelapse-Bild von einer 750 Euro PC-Konfiguration. Könnt ihr gerne mal schauen, wenn es euch interessiert. Mit den blauen Pfeilen im Bild habe ich es nochmal markiert. Ihr müsst den AM4-Rahmen erstmal demontieren, ist ja klar. Und danach setzt ihr die Intel-Halterungen genauso auf den CPU-Block drauf, wie in den grünen Pfeilen markiert. Also mit der 45 Grad Anwinkelung nach außen, so genauso wie der AM4-Rahmen aussieht. Wenn ihr es andersrum aufschrauben würdet, würdet ihr ganz schnell merken, macht keinen Sinn, weil ihr eben dann auch nicht mehr mit eurem Schraubenzieher an die Schrauben kommt, um dann letzten Endes den CPU-Kühler aufs Board zu montieren. Deswegen die schrägen 45 Grad Halterungen nach außen, jeweils oben und unten am CPU-Kühler montieren. Eure Backplate müsste nun mit eurem Mainboard ja noch auf eurem Tisch liegen, hatten wir ja vorhin im Video schon gehabt. Jetzt setzt ihr euren CPU-Kühler mit den fertig montierten Halterrahmen für euren jeweiligen Intel-Sockel auf euren Mainboard drauf. Links im Bild könnt ihr nun den fertig montierten IKL Bennevis Kühler sehen. Macht auf alle Fälle schön vorsichtig, setzt die Gewindeschrauben perfekt direkt auf die Halterungen von der Backplate drauf, verkantet nicht. Verrutscht nicht, dass er irgendwie noch das Mainboard beschädigt. Setzt es einmal klar sicher drauf und dreht dann die Schrauben über Kreuz immer wieder Stück für Stück mit dem langen Schraubendreher an. Und das macht ihr so lange, bis ihr einen Anschlag merkt, dann hört er sofort auf. Der Anpressdruck, der mit den Federn erzeugt wird, der auf den Sockel lastet, der reicht vollkommen aus, um eine Stabilität und eine ordentliche Kühlleistung zu gewährleisten. Deswegen, wenn ihr den Anschlag merkt, hört er auf und dann sitzt der CPU-Kühler auch sicher und fest. Und mit den letzten Schräubchen für die Intel-Montage sind wir auch schon am Ende des Videos angekommen. Wenn es bei euch jetzt hier so aussieht wie auf dem Video oder wie auf den Bildern, dann habt ihr es geschafft, euer CPU-Kühler ist montiert. Wer einen AM4-Sockel verbaut hat oder einen AMD System mit dem Kühler verbaut hat, der wird vielleicht jetzt ein bisschen besser nachvollziehen können, was ich denn meine mit diesen extrem starren und straffen Rahmen.
Das ist ein kleiner Minuspunkt vom EKL bei Nevis Alpenföhn. Das muss man wirklich sagen, für die AMD-Systeme ist der Rahmen schon sehr straff. Und wer sich nicht so auskennt und vielleicht noch Neuling ist, das Video nicht gesehen hat, der kann durchaus einiges kaputt machen. Und ja, ich hoffe, ihr hattet es hinbekommen, ihr hattet keine Probleme gehabt, ihr konntet eben aufgrund meines Videos auf die Sache ein bisschen besser vorbereitet sein. Und wenn dem so ist, wenn euch mein Video gefallen hat, dann würde ich mich natürlich riesig darüber freuen, wenn ihr mir einen Daumen hoch gebt und mir ein Abo da lasst. Und wenn ihr die Glocke aktiviert, dann verpasst ihr auch nicht, wenn ich das nächste Hardware-Video bringe. Der 7. Teil meiner Wasserkühlungsvideoreihe fehlt auch noch, hatte ich ja auch schon im letzten Video noch mit angekündigt. Und ja, er ist auch schon in Arbeit, kommt auf alle Fälle demnächst ebenfalls auf meinem Kanal. Dieser ist auch ein Montageguide, so wie jetzt hier, nur eben von Anfang bis zum Ende komplett alles, was ihr über Wasserkühlungen oder zum Realisieren eurer eigenen Wasserkühlung braucht und wissen müsst. Wenn euch sowas nämlich interessiert, könnt ihr gerne auf meinem Kanal mal schauen. Ich habe mittlerweile alle meine Videos, die ich oben verlinken kann, verlinkt. Deswegen kann ich euch kein weiteres verlinken. Guckt einfach mal rein. Das ein oder andere Video ist sogar oben mit dabei von meiner Wasserkühlungsvideoreihe. Also, wenn es euch interessiert, würde ich mich freuen, wenn ihr reinschaut. Und dann sehen wir uns beim nächsten Video wieder. Hoffentlich, vielleicht. Würde mich auf alle Fälle freuen. Bis dahin, macht's schön gut und ciao.